Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Heute berichten wir über alles Aktuelle der letzten Woche aus der Westlausitz. Das erste Novemberwochenende ist vorbei. Wer nicht im Wald war zum Pilze sammeln, der war vielleicht einer der 80.000 Besucher des diesjährigen traditionellen Pfefferkuchenmarktes in Pulsnitz. Aus nah und fern ließen sich Menschen vom Duft der frischen Spitzen und weihnachtlichen Gewürzen in die Westlausitz locken. Die Stadt Pulsnitz lud auch in diesem Jahr wieder ein zum traditionsreichen Pfefferkuchenmarkt. Als Schirmherr konnte diesmal Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gewonnen werden. Dieser eröffnete auch diesen mittlerweile 19. Pfefferkuchenmarkt. Es ist eine ganz tolle Tradition über Pulsnitz und Sachsen hinaus. Die Leute lieben Pfefferkuchen, weil es ein Kulturgut ist, weil es seit so vielen Jahrhunderten hier aus unserer sächsischen Heimat in die Welt hinausgeht. Jeweils am ersten Novemberwochenende ist der Markt nun schon seit 20 Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders, immer kurz bevor die eigentliche Weihnachtsmarktsaison beginnt. Glühwein und vorweihnachtliches Flair künden durch diesen Markt unweigerlich von der nahenden Vorweihnachtszeit. Das Besondere dabei, alle 8 Pulsnitzer Pfefferküchlereien und eine Lebkuchenfabrik präsentieren sich zusätzlich zu ihren normalen Ladengeschäften mit einem Stand auf dem Marktplatz. So finden auch die Besucher, die zum Teil viele hundert Kilometer angereist sind, den Familienbetrieb ihrer Wahl, ohne konkrete Ortskenntnisse haben zu müssen. Nicht wenige nutzen auch die Gelegenheit, sich durch die vielen Rezepte zu kosten, denn da hat natürlich jedes Unternehmen sein ganz eigenes. Der Ministerpräsident nahm sich die Zeit für einen ausführlichen Rundgang über den Markt und schlüpfte zur Freude der zahlreichen Besucher auch in die Rolle des Pfefferkuchenverkäufers. Die jungen Besucher des Pfefferkuchenmarktes konnten zudem allerlei Lebkuchen selbst platzieren. Wer möchte jetzt hier was kaufen? Wir haben jetzt richtige Geschäfte. Das ist eine Rechentabelle. Ministerpräsident Michael Kretschmer fand außerdem wertschätzende Worte für die Präsentation des alten Handwerks. Insbesondere die Pfefferkuchenkinder erfreuten in ihren liebevoll gestalteten Kostümen sowohl die Gäste als auch die veranstaltenden Pfefferküchler und Politiker, welche zur Eröffnung gekommen waren. Bisher war es immer so, wenn ich nach Pulsnitz gekommen bin oder mit dem Bundespräsidenten, es war diese positive Stimmung. Alle waren begeistert und natürlich in ganz besonderer Weise von dem Handwerk, von der Pfefferküchlerei. Alles Gute, viel Freude, haltet zusammen und ich wünsche euch ein friedliches Pfefferkuchenfest und dann eine weitere gute Adventszeit. Polizei, Ordnungsdienst und DRK vermeldeten am Ende eine rundum gelungene Veranstaltung ohne Zwischenfälle. Nach Angaben der Veranstalter lockte der diesjährige Pfefferkuchenmarkt an den 3 Tagen etwa 80.000 Besucher nach Pulsnitz. Insbesondere die Händler zeigten sich am Ende zufrieden. Es seien interessierte, freundliche und positive Besucher gewesen, die auch kämen, um zu kaufen und nicht nur, um zu schauen. Der diesjährige Sächsische Bibliothekspreis geht an die Stadtbibliothek Gotthold Ephraim Lessing in Kamenz im Landkreis Bautzen. Die Kulturministerin Barbara Klepsch lobte die professionelle Arbeit und die Innovationskraft der Einrichtung, die zu einem einladenden Aufenthalts-, Veranstaltungs- und Kurort geführt haben. Die Stadtbibliothek habe ein nutzerorientiertes und leistungsstarkes Angebot für alle Generationen geschaffen. Insgesamt hatten sich 9 Bibliotheken aus Sachsen für den Preis beworben.
Die Stadtbibliothek Kamenz habe sich besonders durch ihre räumliche und inhaltliche Weiterentwicklung sowie die deutliche Steigerung der Nutzerzahlen ausgezeichnet. Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz bedankte sich bei den Unterstützern, die es ermöglicht haben, dass die Stadtbibliothek in den Erweiterungsneubau des neuen Lessing-Gymnasiums integriert wurde. Die Auszeichnung der Einrichtung wurde von einer Jury vorgenommen, die insbesondere das vielseitige Angebot und die Innovationskraft der Bibliotheken in der Gesellschaft lobte. Besonders positiv hervorgehoben wurden in Kamenz die umfänglichen Öffnungszeiten, das neue Open Library-Angebot und das Einsetzen für ein tolerantes Miteinander, sowie die regionale Vernetzung und Kulturpartnerschaften. Der Sächsische Bibliothekspreis wird seit 2013 jährlich rund um den Tag der Bibliothek vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Stadt Kamenz startet den Aufruf zum Wettbewerb Gemeinsam einfach machen. Ehrenamtliches Engagement soll damit in der Region honoriert werden. Die Teilnehmer müssen Mitglieder von Vereinen oder anderen Organisationen in der Region Dresden-Heidelbogen sein. Sie können einen selbstgewählten ehrenamtlichen Arbeitseinsatz in öffentlichen Gebäuden oder öffentlichen Freiflächen durchführen, um etwas für das Gemeinwesen zu schaffen. Es gibt keine Begrenzungen für die Art der Arbeitseinsätze. Die Bandbreite der gemeinnützigen Projekte kann von Streichen von Bushaltestellen über die Renovierung von öffentlichen Parkanlagen, Straßengemeinschaftsräumen oder Sport- und Spielplätzen bis hin zum Pflanzen von Bäumen, Müllsammeln oder der Herrichtung von Flächen für Theaterinszenierungen reichen. Um teilzunehmen, müssen die Teilnehmer die Aktion in der Zeit vom 29. September bis zum 30. April nächsten Jahres durchführen. Genauere Informationen zur Aktion sind auf der Homepage der Stadt Kamenz zu finden. Ab sofort ist es möglich, Parkscheine in Bischofswerda mobil über das Smartphone zu lösen. Wer den Service nutzen möchte, muss laut Stadtverwaltung die kostenlose App Mobilet auf das Smartphone laden. Für den Nutzer fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 10 Cent pro Parkvorgang an. Aktuell betrifft die Pflicht zum Lösen eines Parkscheins in Bischofswerda nur den Bereich des Altmarkts. In den sozialen Medien hagelt es allerdings Kritik an der Auswahl des Anbieters. So habe dieser eher mäßige Bewertungen in den einschlägigen Portalen erhalten. Außerdem seien Zusatzkosten für das Parken per App nicht zeitgemäß. Doch auch die Frage, weshalb im Bereich des Altmarkts überhaupt Parkgebühren erhoben werden, wird gestellt. Die Stadt Kamenz startet den Aufruf zum Wettbewerb Gemeinsam einfach machen. Ehrenamtliches Engagement soll damit in der Region honoriert werden. Die Teilnehmer müssen Mitglieder von Vereinen oder anderen Organisationen in der Region Dresden-Heidelbogen sein. Sie können einen selbstgewählten ehrenamtlichen Arbeitseinsatz in öffentlichen Gebäuden oder öffentlichen Freiflächen durchführen, um etwas für das Gemeinwesen zu schaffen. Es gibt keine Begrenzungen für die Art der Arbeitseinsätze. Die Bandbreite der gemeinnützigen Projekte kann von Streichen von Bushaltestellen über die Renovierung von öffentlichen Parkanlagen, Straßengemeinschaftsräumen oder Sport- und Spielplätzen bis hin zum Pflanzen von Bäumen, Müllsammeln oder der Herrichtung von Flächen für Theaterinszenierungen reichen. Um teilzunehmen, müssen die Teilnehmer die Aktion in der Zeit vom 29. September bis zum 30. April nächsten Jahres durchführen. Genauere Informationen zur Aktion sind auf der Homepage der Stadt Kamenz zu finden. Heiko Kunert ist seit Oktober der neue Amtsleiter Bauverwaltung in der Stadt Groß-Röhrsdorf. Kunert wollte seinen Arbeitsplatz näher an seinen Wohnort verlegen und bewarb sich somit auf die Position in Groß-Röhrsdorf. Sein Ziel ist es, die Infrastruktur der Stadt und ihre Ortsteile zu verbessern und zu erweitern. Der 48-Jährige hat schon einige Bauprojekte in Angriff genommen, wie zum Beispiel die Sanierung der alten Schule am Kohnberg. Auch die Endabnahme der neuen Brücke an der Wäschereistraße in Brettnich und die Aufstellung von Containern für den Jugendclub in Kleinröhrsdorf sind Teil seiner Arbeit gewesen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Fast schon als Sorgenkind der Region bekannt ist das Hallenbad in Kamenz.
wo rechtskräftige Beschlüsse von Stadt und Land schon mal etwas länger auf sich warten lassen können, sind es bei dieser Debatte nun bereits 6 Jahre. Und das ohne sichtbare Resultate. Mehr dazu haben wir jetzt für Sie. Bereits seit mehreren Jahren bestehen die Diskussionen um das Hallenbad in Kamenz. Für die dringend sanierungsbedürftige Badeeinrichtung gibt es trotz des Interesses der Bevölkerung noch immer keine eindeutigen Beschlüsse, weder zur künftigen Nutzung noch zu den Sanierungsplänen oder Neubau. Mit einer Anfang September gestarteten Online-Petition kämpft nun der ostsächsische Schwimmverein Kamenz für den Erhalt des örtlichen Hallenbades. Als Schwimmverein ist es für uns natürlich absolut wichtig, dass wir auch in Zukunft ein Städte haben, wo wir unseren Trainingsbetrieb durchführen können. Und Anfang des Sommers war noch mal eine Meldung in der Presse zu vernehmen, dass die Kompromisslösung, die zwischen Stadt Kamenz und Landkreis Bautzen gefunden wurde, durch die Fördervergabestelle in Dresden nicht bewilligt wurde, sodass wir quasi wieder auf Anfang zurückgesetzt wurden und nach wie vor keine Lösung für den langfristigen Erhalt des Schwimmhallenstandortes in Kamenz in Aussicht war. Seine Forderung für eine schnelle Lösung zum Neubau der Kamenzer Schwimmhalle haben inzwischen 4.844 Menschen unterzeichnet. Angesichts der großen Resonanz der Bevölkerung gab es auch schon rasch Feedback. Sowohl von Seiten der Stadt Kamenz als auch aus dem Landratsamt hat der Herr Witschers sich gemeldet, hat auch zugesagt, dass man die Gespräche miteinander führt und dass man aber die Varianten genau prüfen wird, welche sich dann für die Zukunft am besten erweisen wird. Und im Stadtrat Kamenz gab es dann sogar recht kurzfristig einen Beschluss, der dann gesagt hat, wir wollen als Stadt Kamenz unbedingt die Lösung finden. Wir wollen dieses Schwimmhallen oder das Hallenbad in Kamenz unbedingt halten, sodass die Stadt dann auch gesagt hat, wir machen das auf jeden Fall. Laut dem Verein besteht die akute Gefahr, dass der Schwimmbetrieb wegen technischer Mängel in naher Zukunft eingestellt werden muss. Die Rutsche sei bereits gesperrt worden. Deswegen haben wir uns da veranlasst gesehen und gesagt, wir müssen einfach nochmal auf die Situation aufmerksam machen, sagen, es gibt ja diesen Fördermittelbescheid aus dem Strukturwandelfonds Braunkohle und wenn man den schon hat, sollte man den auch nutzen und dementsprechend die Gespräche in die Richtung fortsetzen und dann die Lösung versuchen zu finden, wie in Kamenz weiterhin geschwommen werden kann. Der Verein appelliert an die Verantwortlichen, die Gespräche zum Neubau der Schwimmhalle schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Mittel aus dem Strukturwandelfonds zum Bau eines kombinierten Freizeitbades mit Außenanlage stünden bereit. Stadt und Landkreis hatten sich jedoch in diesem Jahr auf einen kleineren Neubau ohne Außenbecken geeinigt. Anders als für die große Spaßbad-Variante gibt es dafür aber kein Fördergeld und die Finanzierung ist ungeklärt. Dieser Umstand erschwerte eine klare Einigung. Im Zuge dessen ging der OSSV einen Schritt weiter. Wir haben uns an den Ministerpräsidenten von Sachsen, Herrn Michael Kretschmer, gewandt, haben ihm auch die Situation geschildert und ihn gebeten, in der Sache zu vermitteln, damit tatsächlich zwischen Stadt und Landkreis Bautzen die Gespräche auch fortgeführt werden. Wir haben da ein positives Feedback bekommen. Und aus der Staatskanzlei die Zusage bekommen, dass tatsächlich da Gespräche geführt werden. Mit welchem Ausgang, das ist momentan noch ungewiss. Bleibt also nur zu hoffen, dass das Hallenbad in Kamenz eine Zukunft findet und noch vielen jungen Menschen aus der Lausitz als Erholungs- und Trainingsort dienen kann. Das überwältigende Statement durch die Petition spricht hier zumindest ganz klare Worte. Das Lausitzwelle Kulturfenster. Ich möchte am Ende aller Tage sagen können, wow, war schön. Will Momente zum Erinnern, nicht zum in die Zukunft sehen. Ich möchte am Ende aller Tage mich auf den Nächsten freuen. Will vom Spiegel nicht als Schatten stehen und ich will gestern nicht bereuen. Ich möchte am Ende dieses Lebens wenn Worte am Nichts erstellen. Ist verstecken zwar falsch, doch fühlt sich richtig an. Weil ich weiß, dass man mich suchen wird. Vielleicht nicht du, vielleicht erst irgendwann. Und wenn das Salz aus den Augen rinnt, ist mir scheißegal, wie stark es brennt.
braucht nicht viel, um mich zu fühlen. Es braucht nicht viel. Ich möchte am Ende aller Tage sagen können, wow, war schön. Will Momente zum Erinnern, nicht zum in die Zukunft sehen. Ich möchte am Ende aller Tage mich auf den nächsten freuen. Will vom Spiegel nicht als Schatten stehen und ich will gestern nicht bereuen. Ich möchte am Ende dieses Lebens ein Lächeln im Gesicht. Nicht mehr hinterfragen müssen, nichts mehr auf, nicht mich. Denn ich hab alles, 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 alles entgewählt. Und das ist alles, 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 das Einzige, was zählt. Ich habe mich viel zu oft gefragt, wer ich bin. Wer bin ich? Bin ich wer? Ich bin wer? Ich habe mir leider nie gesagt, was ich kann. Ich kann was, was kann ich sein? Jeden gottverdammten Tag habe ich damit verbracht, zu vergeuden alles und jeden und mich. Ich weiß noch immer nicht viel vom Leben, doch ich will es nicht verschwenden. Alles, was beginnt, wird einmal enden. Und das war's auch schon wieder mit unserer Regionalzeit am Mittwoch. Morgen reisen wir gemeinsam durch den Landkreis Görlitz und das Zittauer Gebirge. Wenn Sie mögen, um 18.30 Uhr in Ihrem Lausitzwelle-Fernsehen. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.